Herzlich willkommen zurück hier in unserem hübschen Losterbold. Wird bei unseren fleißigen Arbeitern, die schön am Arbeiten sind. Deswegen sind sie auch Arbeiter. Und wir haben schon zwei Gräber. Ah. Ach, ein Forester ist mal gestorben. Ja. Passiert mal. Holz haben wir bisher auch noch genug. So. Ah, hier ist sogar auch noch ein Kind geboren in diesem Häuschen. Ist ja cool, die haben hier dieses riesige, Obdachlosenheim für sich alleine. Muss auch cool sein. Also in Anbetracht zu denen könnte das auch eine Villa sein. Ah, okay, ich baue den erstmal das hier fertig. Arbeitet! Schneller! Schneller! Wie alt ist die? Health ganz unten. Okay. Age 51. Okay, dann ist es auch durchaus nachvollziehbar. Nicht educated. Ragged. Daran habe ich noch gar nicht gedacht, dass ich mal Clothes brauchen könnte. Vielleicht geht deswegen die Health der Citizens so weit runter. Obwohl, ein paar lasse ich auch noch arbeiten. Den Rest schicke ich nochmal hier rein. Ich glaube nicht, dass wir erstmal mehr Stein gebrauchen werden als Eisen auch hierfür, oder? Jo. Stein ist erstmal wichtiger. Und dann denke ich mal, baue ich mal einen Tailor. Wo finde ich den denn? Da nicht. Da. Hier unseren Schneider. Unsere Schneiderei. Da. Ich bräuchte auch mal ein paar Bilder, fällt mir gerade auf. So. Ja, da Bilder auch noch ein paar Kollegen. Noch einen Kollegen. Aber auch noch einen Schüler. Der muss bestimmt seinen Spaß mit dem Lehrer haben. Ach, da bringen die schon richtig fleißig sau viel hin. Also soweit recht toll. Okay, und hier 25 von 40. Hier haben sie 37. Was? Ich unterbreche das erstmal. Da können sie sich. Und das ja auch, da können sie sich erstmal auf eine Sache konzentrieren. Vielleicht wäre es auch recht praktisch, wenn ich auch mal den Woodcutter wieder arbeiten lassen würde. Genau deswegen. So, und Early Spring, das heißt, damit die Zeit vergessen, die Plantage zu beobachten, ob ich da wirklich über Winter noch ein paar Arbeiter brauche oder nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Hm. Ja. Hunter 2. 2. So. Es regnet, es regnet. So, dann sollten die so langsam hier auch mal fertig werden, finde ich. Ich meine, drei Steine. Sollte doch eigentlich zu machen sein, oder? Oder ist es so schwer? Hm? Hier ist auf jeden Fall genug Eisen für unseren Blacksmith, den ich auch... Okay, der arbeitet gar ganz gut. 14 Werkzeuge haben wir noch.
Ah. Endlich. Kann ich auch gleich sagen, dass die. Ich gehe einfach nach der Reihenfolge. Ich denke zwar, dass hier durchaus auch wichtig ist, aber ich mache erstmal nach der Reihenfolge. So. Wohnen die noch hier? Nope, die sind sofort umgezogen. Sehr schön. Durchaus nachvollziehbar. Weil wer möchte in so einer so einem gruseligen, riesigen Haus alleine wohnen, ne? Also ich nicht. Ich würde nicht unbedingt alleine wohnen wollen. Naja. So, dann guck ich mal hier. Stein. Stein scheint wirklich sehr, sehr schwer zu besorgen zu sein, solange wie die da brauchen. So. Solange man nicht genug Stein hat, braucht man auch keinen Builder, deswegen. Stecke ich die dann lieber da rein. So, und die haben hier Spaß, im Regen auf dem Feld zu arbeiten. Wer ist das denn hier? 70 Jahre alt. Farmer. Unsere Bevölkerung scheint ziemlich alt geworden zu sein, allgemein. Das liegt daran, dass wir wohl schon recht lange dieses Dörfchen hier im Leben gehalten haben. Die ist 2. Und läuft ganz fröhlich durch die Gegend. Ja, warum denn nicht, ne? Hallo? Ja. Die hier? 29. Jupp, die ersten Leute sterben auch schon an Old Age. Das, also die haben sich den goldenen Schuss gesetzt. Deswegen sterben die. Versteht ihr? Also, alten Heroin. Versteht ihr? Weil Age, das bezeichnet man ja auch manchmal als, ach, der hat kein Holz, das er verarbeiten kann. Oh, krass. Hätte ich nicht gedacht, dass es mal Holzprobleme geben wird. Okay, scheint so zu sein. Age ist ja so eine Bezeichnung für Heroin. Und wenn Heroin nicht gut ist, dann, zum Beispiel zu alt, abgelaufen und so, dann kann es durchaus tödlich sein, wenn man sich erspritzt. Deswegen ist da ein Old Age gestorben. Da will jemand sagen, dass meine Videos nicht bildend wären, ne? Nein, spritzt euch kein zu altes Heroin. Das ist nicht gut für euch. Wirklich nicht. Das Teil hier wird gar nicht voll. Fällt mir gerade so auf. Ich habe auch mal ganz weit nach unten gebaut, weil ich mir dachte, dass ich hier irgendwann mal was hinbauen werde. Bis dahin dauert es wahrscheinlich noch ein bisschen. Ein bisschen vielleicht. Okay, ein neues Kind wurde geboren. Vorteil, wenn die alten Leute alle wegkratzen, dann können auch neue Kinder geboren werden. Und hier, die beiden, beide sind 71 Jahre alt, die sind lange zusammen. Hatten bestimmt auch schon die goldene Hochzeit hinter sich, aber wenn die wegkratzen haben, die können die beiden ausziehen und haben hier ihren eigenen Platz frei. Geht's denen auch gut. Okay, hier bringen sie die ersten Ernten rein, das ist sehr schön. Mir fällt gerade auf, dass die Nahrung über den Sommer schon sehr, sehr runtergegangen ist. Aber jetzt füllt es sich ja wieder. In der nächsten Folge werden wir das wahrscheinlich auch hinbekommen, aber jetzt bezweifle ich es doch, dass wir das diese Folge noch fertig bekommen. Liegt daran, dass die letzte Folge wahrscheinlich eindeutig Überlänge hat. Mal sehen, wie lange ich brauche, um die hochzuladen. Das wird die hier nicht haben. Early Autumn, dann könnte ich offen hier zu worken. Und einer kann auch mal bilden. Also er wird Lehrer. Ach Gott.
Meine Witze sind zu schlecht für diese Welt. So, drei Gräber haben wir jetzt hier. Stone, Iron, Stone. 12 Steine brauchen wir noch. Sollte man eigentlich schnell zu besorgen sein. Da ist noch ein Teil, das nimmst du mal weg. Mit. Sehr schön. Da Farmer und Stonecutter. So. Da habt ihr hier auch einen Spaß. 90% remaining. Okay. Das heißt, hier haben wir erstmal noch genug. Oh. Oh. Ah. Das ist natürlich cool. Könnten wir vielleicht sogar. Ah. Und vielleicht sogar, könnte ich sagen, dass wir hier weiterarbeiten können. Das ist natürlich schön. Vielleicht auch noch ein paar Jäger einstellen, damit wir über den Winter auch noch mal ein paar Nahrungsquellen haben. Und wenn die Sache fertig ist, sind vielleicht sogar noch ein paar Bilder. Ja, eigentlich wäre es auch recht gut, wenn ich noch ein paar Leute mehr als Jäger oder ähnliches einstelle. Wisst ihr was? Doch nicht Jäger, doch Fisherman. Fisherman ist doch cooler. Ich glaube, Fisherman bringt schon richtig was, bringt mehr ein als, so, das Fischen. Ich persönlich mag Fisch überhaupt nicht. Aber egal. Ich brauch die ja nicht zu kümmern. Los, kommt schon, das ist noch nicht mal viel. 93%, 94%, ja. Ja. Bau. Komm schon. Ja, sehr schön, endlich. Okay, mein Inventory. Da hau ich doch gleich noch mal was rein. So. Bitteschön. Ah. Werde ich nur erstmal einen Trader einstellen. So. Und vielleicht, was bräuchte ich aber sonst noch alles? Ja, ein Stonecutter, denke ich, bräuchte ich auch nochmal. Ja. Ich habe es auch noch geschafft, den Trading Post fertig zu bauen. Dann bringt er das Firewood dahin. Weil Firewood ist, glaube ich, etwas, womit man sehr, sehr gut handeln kann. Das kann man gut selber herstellen. Und außerdem zählt es mehr als Holz. Und ist eigentlich recht leicht, die Massen herzustellen. So. Ja, denke ich mal, beende ich die Folge mit diesen schönen Trading Post. Dann warten wir, bis endlich mal ein Schiff hier einläuft, mit dem wir dann endlich mal handeln können. Freeze. Und hier ist, weil es kalt ist, deswegen friert das Bild gerne ein. Sieht man ja sehr gut, überall Schnee und so. Dann sehen wir uns gleich wieder. Ciao.